Meine Damen und Herren, willkommen bei Tomb Raider 2 Reloaded. Tomb Raider 2 Reloaded bei Let's Play FK. Schön, dass du dabei bist und schön, dass ich dabei bin. Wir spielen heute weiter und das ist das Gute. Das Gute darin ist das Gute daran, Freunde. Denn wir können uns wirklich über nichts beklagen. Nein, das können wir nicht. Und das sollten wir auch nicht, denn Probleme hat man eben mal woanders. Ja. Schön, wie Lara da runtergleitet. Dafür gibt's eine glatte... Nein. Du bist ja schon tot. Das tut mir voll leid. Ich bin traurig. Ich habe einen Mitarbeiter dieser Organisation umgebracht. Ich schäme mich. Ich werde mich auf den Heiligenstuhl setzen. Und werde für meine Taten büßen. Nicht wirklich. So, hier kann man leicht krepieren, Freunde. Das ist mir nicht nur einmal im Leben passiert. Aber es gibt den ultimativen Trick, den wir gerade eben einfach angewendet haben. Und schon haben wir das blaue Kärtchen, Freunde. Es geht weiter. Geil. Wir sind so geil schnell. Das muss man hier wirklich mal sagen. Also, es gibt Leute, die brauchen definitiv viel, viel länger an der Stelle. Ich glaube, die kleine Lara hat das auch schon durchgeschafft. Und sie ist auch schon hier an diese Leiter wiedergekommen und wieder hochgestiegen. Da kommt jetzt gleich wieder diese Leiter. Da klettern wir hoch, setzen die blaue Karte ein und schon geht es in unserem Abenteuer weiter. Und ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht langweilig und es wird auch nicht langweilig. Nein! Wir haben einen Sack voll Arbeit vor uns. Ein Sack voll Arbeit. So, klettern wir hier hoch, Freunde. Schauen wir uns das an, was wir da so alles hinbekommen. Das Gestöhne, Leute, das ist der Hammer, ey. Das ist der Hammer! Wo der Frosch die Locken gelassen hat, frag ich mich. Natürlich am Arsch. Ja. Ja, der Frosch hat sich nicht den Arsch abgewischt nach dem Kacken. Ja, und nun kleben da die ganzen Kackbollen. Ja. Wenn ihr nicht wisst, von welchem Frosch ich spreche, ich weiß es auch nicht. Insofern sind wir uns einig, wir wissen überhaupt nicht, worum es gerade ging. Und das ist das Gute. Das Gute darin ist das Gute daran, wenn man gar nicht weiß, worum es geht. Dann hat man damit auch kein Problem, denn es ist ja auch kein Lästern, oder? Nö, sehe ich nicht so. Das sehe ich alles nicht so. So, dann wollen wir mal die Karte benutzen, die wir gerade eben erworben haben. Das blaue Item. Mal schauen, was passiert. Ich hoffe, wir kommen weiter. Und ich glaube, das wird auch gleich noch eine Menge Stress geben. Worauf ich gar keinen Bock habe. Aber ist egal. Ist das nicht hier mit diesen Flammenwerferpissern und so? Oh nein. Okay, wo ist der Flammenwerfermann? Wow, wo ist der Flammenwerfer, Johnny, Leute? Wo ist der? Flammenwerferarsch. Ich krieg wirklich Angst. Wo ist denn der? Wo ist der? Ich weiß, dass hier einer ist, Leute. Boah, wir haben den Flammenwerfer-Wichser erledigt. Geil!
Hammer! Wir haben einen Flammenwerfer-Johnny erledigt. Ich bin stolz auf mich. Boah, Freunde, es ist so krass. Es ist so krass. Leute, mein Herz schlägt mir in der Hose da. Ich merke es. Ich glaube, wenn ich es nicht anders wüsste, hätte ich jetzt vor Freude so doll in die Hose geschissen, dass die Insel Föhr in meiner Hose existiert. Und mit Urin die Nordsee hingepisst und mit dem nächsten Furz die Ebbe eingeleitet. Nein, das haben wir nicht. Nein. Wir sind kultivierte Leute. Wir sind kultivierte Leute. Wir reden jetzt in Zukunft nur noch über Politik. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Hier ist, glaube ich, noch ein Flammenwerfermeister drin. So nicht. So nicht. Ich lass mich doch nicht von dir verarschen. So geht das nicht. Da fehlt uns doch garantiert noch etwas. Haben wir das schon oder so? Geil, sie hat No gesagt. Ich liebe das. Auch dieses Aha. So, diese rote Karte, die können wir sowieso noch nicht holen. Aber wir müssen, glaube ich...